Fußball in Deutschland, das ist weit mehr als nur ein Spiel. Es ist Leidenschaft pur, tief verwurzelte Kultur, ein wahres Lebensgefühl. Die Seele des deutschen Fußballs lässt sich nicht in bloßen Statistiken oder Trophäen fassen. Sie lebt in den Herzen der Fans, in den Geschichten der Vereine, in Traditionen, die von Generation zu Generation weitergetragen werden, von den ruhmreichen Bundesligatagen bis zu den elektrisierenden Momenten der Nationalmannschaft. Der deutsche Fußball besitzt eine unvergleichliche Magie. Blickt auf die Stadien. Jedes Einzelne, jede Tribüne erzählt ihre eigene Geschichte. Hier spielten sich Dramen und Triumphe ab, die sich tief in die Fußballseele eingebrannt haben. Und dann sind da die Fans. Das Herz und die Seele des Spiels. Ihre unbändige Leidenschaft, ihre Hingabe, das macht den deutschen Fußball so einzigartig. Ob bei stürmischem Regen oder strahlendem Sonnenschein, sie sind stets da, um ihr Team nach vorne zu treiben. Doch der wahre Zauber findet sich nicht nur bei den großen Clubs und den bekannten Gesichtern. Oft entfaltet er sich auf den kleinen Plätzen, in den Amateurvereinen. Hier wird aus reiner Liebe zum Spiel gekickt. Traditionen und Rituale sind tief verwoben. Von den Vereinsliedern, die durch die Stadien schallen, bis hin zu den Fan-Choreografien, die Woche für Woche neue Kunstwerke erschaffen. Das ist die wahre Seele des deutschen Fußballs. Also tauchen wir gemeinsam ein in diese Welt. Entdecken wir die Geschichten, die den deutschen Fußball so unverwechselbar machen. Denn letztlich ist Fußball nicht nur ein Spiel, es ist ein Lebensgefühl. Vielen Dank fürs Zuschauen.